Das war's, Knie. Ja, auch mit dem Ding rumzuspielen. Warum? Moin Freunde, noch nicht ganz Jahreswechsel, wir haben leider vergessen einen Fuck den Reaper vom Dezember noch zu drehen, dementsprechend schieben wir den mal noch ganz kurz rein. Max ist wieder da und der André ist natürlich auch wieder da. Nein, Cappy 2.0. Cappy 2.0 ist auch wieder anwesend. 2.0. Wie siehst du eigentlich ohne Mütze aus? Scheiße. Nein. Wir haben das die alte Cappy nie gefragt, wir fragen das die neue Cappy niemals. Okay, stimmt. Weil die alte Cappy habe ich einmal ohne gesehen, es war eine Katastrophe. Also gut, fangen wir an. So, erste Frage von Fettkringel, der stellt regelmäßig ja mittlerweile Fragen. Hallo Fettkringel, es ist uns stets eine Ehre, deine Fragen zu beantworten. Ich würde gerne eine KWC P08 CO2 kaufen. Nur leider ist die Energie mit 1,25 Joule etwas zu hoch. Was fallen euch für Möglichkeiten ein, die Energie von CO2-Waffen zu senken? Ebenfalls bin ich am Well G293 Revolver interessiert. Der hat allerdings 1,6 Joule und dürfte halt höchstens 1 Joule haben. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Okay, also zwei CO2-Waffen zum Drosseln. P08 hat die normale Nozzle, ich glaube schon. Also CO2-Waffen drosseln, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder eins, du bohrst vorne in die Nozzle ein ganz kleines Löchchen rein, so 0,5 mm, 0,8 mm, damit du den Druck aus der Nozzle rausbekommst. Dadurch kannst du die Energie drosseln. Die zweite Möglichkeit wäre, um CO2 zu drosseln, den Schlagbolzen vom Ventil zu kürzen. Bedeutet gerade bei dem Well-Revolver zum Beispiel, dass du den Schlagbolzen vom Ventil einfach ein bisschen abfeilst. Dadurch wird das Ventil nicht so weit geöffnet, es entweicht weniger Gas und dann hat das Ding halt weniger Bums drauf. Können wir das jetzt so formulieren, dass ich es auch verstehe? Ja, Schlagbolzen kürzen, fertig. Schlagbolzen. Ah, ich gebe die Waffe bei dir ab und mach das für mich. PayPal-Adresse hast du, ja. Leo LOL. Hi, ich suche nach einer sehr kurzen SRG, die M4-Magazine nimmt. Diese sollte nicht länger als 700 mm sein, also keine MP7 oder so. Ich habe auch schon selbst, und die hat ja auch keine M4-Magazine. Ja. Ich habe auch schon selber geschaut und habe diese vier SIG-Modelle gefunden. Was meinst du, welches von diesen Modellen ist am besten oder kennst du noch andere, die besser sind? G&G Firehawk, G&G ARP 556 mit ETU, Crytek Trident MK2 PDW mit MOSFET, Modify XTC M4 PDW. Also ich glaube, die Firehawk ist eigentlich nur lustig als 05er. Ja, glaube ich auch. Ja, deswegen würde ich die schon mal wegstreichen, als SRG ist die witzlos. Die XCC PDW, die kommt ja jetzt im Januar dann im Review. Die ist schon ein geiles Teil, finde ich. Allerdings hat es kein MOSFET drin. Was ist die da, oder? Genau, die kleine knuddelige. Würde ich fast sagen, gut, die Crytek hat eine geile Verarbeitungsqualität, hat auch ein MOSFET drin. Ich würde fast sagen, die ARP 556 mit ETU und MOSFET, da macht man eigentlich nichts falsch. Verarbeitungsqualität ist super, ETU funktioniert problemlos. Geiles Ansprechverhalten. Ich würde fast zur ARP greifen. Also technisch jetzt zu G&G? Technisch, ja. Ich würde optisch zu Crytek aber greifen. Ja. Gut, das ist Geschmackssache. Ich finde die ARP eigentlich auch in Ordnung. Obwohl ich das eh immer ein bisschen komisch finde, irgendwie diese zusammengepressten M4-Modelle und dann diese fetten M4-Magazine. Da finde ich die ARP 9 irgendwie ein bisschen cooler. Ja, aber gut, das ist Geschmackssache. Wenn wir was Kleines haben mit M4-Magazin, ist doch dann eher so eine Pull-Pop-Sache wieder was Besseres. Eine F2000 oder sowas zum Beispiel. Aber die sind nicht von CQB oder nicht für Kurzwaffen gedacht. Na, er sucht was Kurzes mit M4-Magazin im SIG-Bereich. Ja. Und was Kurzes ist zum Beispiel eine Bullpup-Waffe, also eine F2000 zum Beispiel. Ja, hast gut, aber die sind aber diese kleinen Knuddeldinger, die sind ja nochmal ein Stück kürzer. Ja, die Firehawk, die alle was er raustut, dann sind ja alles maximal. Ja, aber das schreibt ja maximal aus wie so eine halb zusammengefickte Vergewaltigung, das Ding. Ich finde die coole Teile. Also schreibt er maximal 700 mm. Also wie gesagt, entweder die ARP 556 technisch, finde ich sehr, sehr geil. Die Crytek ist gut verarbeitet, ist auch keine schlechte. Und die Modify ist auch okay, aber hat kein MOSFET drin. Also so 0,15 und auch bei den Gears, aber da wie gesagt im Januar dann beim Review mehr dazu. Sven Sturm. Hi Sven. Hallo Reaper, Max und Cappy 2.0. Hallo. Erstmal danke für die zahlreichen fachlichen kompetenten Videos. Welche genau meint er jetzt? Was für fachlich kompetente Videos? Komm, du verwechselst uns. Falscher Kanal. Ich würde eure Meinung zuerst auf Bullpup-Waffen und insbesondere zu S&T T21 interessieren. Ach, schon wieder? Die jetzt voll viele. Jetzt jeden Monat haben wir eine Frage mit der blöden T21, ne? Hatten wir die jetzt schon mal? Ja. Nein. Ja, dann wird es Zeit, glaube ich. Die ist so hässlich. Ja, wenn sie auch jeder sehen. Also, zu Bullpup-Waffen erstmal. Die Idee kommt ja dadurch, dass man sagt, kurze Waffe und trotzdem längeres Rohr. Ja, aber mehr Reichweite. Aber das bringt aber halt wann hat man das erstmal im Airsoft? Das bringt halt im Airsoft ein längerer Lauf.
Fast gar nichts. Ja, vor allem bei mehr Energie und fertig. Vor allem bei den meisten Airsoft-Bullpup-Modellen ist er nicht mal wirklich länger. Weil die es einfach technisch manchmal nicht unterkriegen. Wenn du zum Beispiel guckst, ich habe die auch neu gehabt vom René, die Gearbox ist halt so weit drin, dass der Lauf nicht wirklich länger ist. Okay. Wo die Bullpup-Design hat. Aber es ist auch teilweise bei manchen Bullpups ist es dann auch so krass, dass sie so einen langen Lauf reinbauen, dass das Zylindervolumen hinten und vorne hinhaut. Da bauen sie dann Type 0 rein und bauen einen 650mm Lauf. Da bringst du nie im Leben die Kugel raus aus dem Ding. Ich glaube, was man zu Airsoft-Bullpup-Waffen sagen kann, ist eigentlich nur optisch. Ja, also wirklich Vorteile bringen Bullpups nicht. Auf keinen Fall. Es ist klar, ein L85 finde ich auch irgendwie geil, hat was. Die T21 ist überhaupt nicht mein Fall. Und jetzt erfragt jetzt besonders nach der, oder? S&T T21, ja. Das habe ich aber auch schon oft gesagt, dass sie teilweise oft Probleme hat mit der Gearbox, mit dem Chairman, auch mit diesem ewig langen Abzugsgestänge. Müssen wir doch vielleicht mal Review drüber machen, vielleicht. Ha? Also was ich ja cool finde, ist die M-Tar. Was für ein Ding? Die M-Tar. Das ist so ein israelisches Modell. Kenne ich nicht. Und die F2000, das sind geile Bullpup-Waffen. F2000 finde ich hässlich. Ich finde die geil, die beiden Dinger. Aber wie gesagt, die S&T ist ein bisschen jam-anfällig, hat auch Probleme mit langen Gestänge vom Abzug her. Aber wenn so viele Leute jedes Mal nach der Waffe fragen, sollte man doch vielleicht Anfang des Jahres schauen, dass wir vielleicht mal ein Review drüber machen über das Ding. Und können wir die bestimmt klauen? Begadi, lass ich mir einfach eine zukommen, fertig aus. Ja, die hängt dann irgendwo hier. Na, sicherlich nicht. Mittendrin, dass ich sie immer sieht. Ja, da hinten, schau mal, das sind drei Mülleimer. Der rechte ist Restmüll. Nee, schau ich mir mal an. Machen wir weiter? Trojan Aces. Wie wäre es mal mit einem Video zum Thema Funk? Bin jetzt schon eine ganze Weile dabei, aber das fehlt mir noch, weil ich mich bisher nicht rangetraut habe. Sprich, welche Funken taugen was? Worauf muss ich achten bezüglich der PTT-Einheit? Welche Headsets sind geeignet und so weiter. Würde mich freuen. Ich dachte nicht, dass ich das abhandeln darf. Zum Thema Funk. Ich möchte was machen unbedingt. Das Thema ist aber relativ umfangreich. Also es gibt viele Bereiche mit diesen Boa-Feng-Geräten, da wieder Midland. Und dann gibt es ja manche, die auch in diesen Bereichen unterwegs sind, die man zum Beispiel nur in Tschechien nutzen kann, wegen Kanalfreigaben in Deutschland und sowas. Das Einfachste, was man als Anfänger machen kann, ist eigentlich, sich so ein Standard-Midland-Gerät zu kaufen, G7, G9 ja, ähnlich. Und sich da zum Beispiel von C-Tactical, die sind eigentlich taugen mal was, die passende PTT. Oder E-More. Na, E-More muss ich mittlerweile sagen, da bin ich nicht begeistert von dem Headset. Das ist jetzt bei mir nach einem halben Jahr kaputt gegangen. Okay. Also C-Tactical, da kann man immer was nehmen. Bei mir ist die PTT kaputt von C-Tech. Ja, es ist halt... Weil der René es halt Ding reingesteckt hat zum Testen. Ja gut, das ist halt aber das ist ein anderer Faktor, den hättest du mit einberechnen müssen. Ja. Nee, also kauf dir am Anfang einfach Midland G7, G9. Standardmäßig irgendwas von C-Tactical zum Beispiel, das kriegt man eigentlich relativ günstig ran, kriegst für 60 Euro PTT und Headset meist so zusammen hin. Mhm. Nehmen halt zum Beispiel erstmal ein einseitiges, fang einfach an, da kann man sich hocharbeiten bis zu den großen Dingern. Einfach mit Basis anfangen, da wird wahrscheinlich nächstes Jahr was kommen, nur ist der Umfang relativ groß, vor allem das Thema testen, wie weit reichen die Dinger wirklich eigentlich. Na, da muss man halt schauen, dass wir ausreichend Platz haben. Ja, also das wird ein Langzeittest sozusagen, da werden wir schon ein paar Wochen mal dran sitzen müssen, mal immer wieder was machen. Bis wir mal alles durchgedacht haben, was man da testen kann. Es wird nächstes Jahr kommen. Aber ich finde auch, dass vielleicht auch ein Punkt ist, wenn man sich so ein Headset kauft. Also mir ist zum Beispiel auch wichtig, ich habe ein Doppel-Headset, also auf beiden, weil es gleichzeitig auch als Ohrenschutz zählt. Ja, das ist das große Over-Ear halt. Weil wenn du halt nur auf einer Seite einen hast und du kriegst eine Kugel irgendwo ans Ohr hin, das tut scheiße weh. Das tut richtig weh. Ja. Du bist auch eine Pussy. Ja. Tut trotzdem weh. Ja. Nee, also fang einfach an, zieh Tactical, das taugt normalerweise was gut für den Anfang und standardmäßig Midland. Optional kann man auch guten Boateng nehmen. Dann brauchst du aber ein bisschen... Ist das denn der Fußballspieler? Nein, Boateng, glaube ich, das ist den du meinst. Also. Ich spiele kein Fußball, das ist das weiß ich. Boateng-Rede sind ein bisschen komplizierter, muss man sich ein bisschen auseinandersetzen. Wenn du aber einen Kumpel hast, der das hat, der kann dir das meist gut erklären, dann bestimmt einer. Okay, also wir machen was drüber. Bitte, du magst was. Ich mach was drüber, ja. Okay, gut, ich notiere das. Ja. Auf die Liste 2019. Ja. Mach ich, nachdem du den Rest bestellt hast. Okay, Reviews, okay? Nein. Okay, weiter. Nilsa 1909. Der ist aber alt. Mhm. Hi Reaper und Anhängsel. Ich bin ein eigenes Individuum. Er auch. Wir sind keine Anhängsel. Ja, das passt schon so, Anhängsel. Ja, sei leise. Les mal weiter. Immer cooles Video von dir, euch. Weiter so, hast du Erfahrung oder Infos zu Lithium-Ionen-Akkus? Okay, ja, scheiß Abkürzung. Will wieder ins Hobby einsteigen und würde mich über eine Antwort freuen. Grüße aus Hattingen. Okay, wie heißt der Nils? Nilsa, hi Nilsa. Ich habe die Lithium-Ionen-Akkus, vier Stück davon, Begadi. Ich habe auch schon viel rumgetestet.
Klar, sie sind sicherer, ja, lassen sich aber mit meinem B6-Lader nicht laden, da kommt immer eine Fehlermeldung, bedeutet, ich muss extra dieses Lithium-Ionen-Ladegerät nutzen und bis man da 3500 mA reinknallt, hängt das Ding 5 bis 6 Stunden dran. Also der Ladevorgang dauert für die großen Lithium-Ionen mega, mega lang. Der nächste Punkt ist dann gerade der ganz fette, der 3500, den bringst du fast nirgendwo rein, außer in diese ganz speziellen, diese Crane-Stocks von der Lonex zum Beispiel oder von ICS, was ich dran habe. Da passt er gerade so rein, aber ansonsten eine normale Waffe G&G und sowas kannst du vergessen, bringst du nie im Leben rein. Und der nächste Punkt ist eigentlich, das Wichtigste ist eigentlich, das Ansprechverhalten, es steht zwar drauf 20C, wenn man das mal umrechnet bei einem 3500 mAh, die 20C, der müsste so viel Ampere liefern eigentlich, dass er gegenüber von einem Lipo weit überlegen wäre. Dem ist aber nicht der Fall. Bedeutet, vom Ansprechverhalten ist ein kleiner Lipo mit 20C und 2000 mAh immer noch flotter wie der ganz fette Lithium-Ionen-Akku. Also ich bin nicht der Meinung, dass die 20C, die da draufstehen, auch wirklich stimmen. Das liefern sie nicht. Aber ansonsten von der Sicherheit her sind sie auf jeden Fall um einiges besser wie auf jeden Fall die Lipos. Können nicht abrauchen, kannst tiefen entladen und fertig. Wisst ihr Bescheid, oder? Was ist los bei euch? Ja. Das ist wie, kennt ihr Batterien? Das sind so AA. Mach weiter. Was? Mach weiter. Kaito. Also Kaito, der Name jetzt von der Person. Servus. Endlich Hi. Einer. Endlich einer, der Servus schreibt. Servus. Gibt es bestimmte Voraussetzungen für eine DMR, Modell, Lauflänge und so weiter? Aha. PS, super Video, was ihr produziert. Modell, ganz wichtig, so kleiner, desto besser. Also ab PDW, Chris Vector wird es ideal, würde ich sagen. Und dann mindestens 50er Zielfernrohr drauf und dann ist es eine DMR. Nee, DMR ist ein schweres Thema. Da solltest du vorher auf dem Spielfeld mit den Orgas Kontakt aufnehmen. Falls es eine DMR-Regel gibt, gibt es relativ selten. Und dann dich kurzschließen, was für Waffen in die Regel reinkommen. Meistens sind es M14 irgendwelche 7,62 mm Waffen, die du dann mit 2,2, 2,3 Joule wirklich spielen darfst. Aber wie gesagt, auf den meisten Spielfeldern gibt es keine gesonderte Regel für DMR. Ja, man sollte vielleicht das Problem erklären, dass die DMR halt meist eine SRG ist und damit in die SRG-Regeln reinfällt und nicht in die Scharfschützenregeln. Ja. Wobei ich aber rein möchte mit seiner DMR. Ja, dürfe aber logischerweise nicht, weil er Semi feuern kann halt. Mhm. Ja, aber wie gesagt, meistens da auf den Spielfeldern, wo es DMR-Regeln gibt, ist es meistens 7,62er Waffen, M14 und so ein Scheiß. Was heißt so ein Scheiß? Geile Waffe. Modellmäßig sollte er sich einfach an den Real-Steel-Objekten orientieren. G28 zum Beispiel, sehr vertreten in Deutschland, dann wieder und sowas. Genau. Also die Großkalibrigen, dann, da kommt man teilweise dann mit rein, aber nur wenn wirklich das im Regelwerk drinsteht, DMR. Meistens wirst du mit einer DMR auch plus 1,5, 1,6 spielen. Aber Fragen lohnt sich immer. Ja. Wer fragt, der kann meist was regeln. Genau. So, ich spiele ja bei Max auf dem Gelände auch mit 3 Joule und es schnallt keiner von daher. Ja, du bist ja auch der Schlimmste. 3 Joule, da laufen unsere Backups mit, Junge. Du bist ja hinten dran. Ja. Der Bratwurströster. Jetzt hab ich Hunger. Lies den Namen nochmal vor. Der Bratwurströstler. Oh, wie geil, Mann. Jetzt hab ich Hunger. Geil. Liebe Flauschvertreter. Heute mal nur 2 Dinge. Sehr gut, er hält sich kurz. Erstens. Sehr sympathische Person. Danke für die investierte Zeit und Energie, die in eure Videos und Projekte steckt. Vielen Dank fürs Schleimen. Zweitens, also, bekommt man bei euch eventuell mal eine SRG der Schwabenarm-Serie von Bigardi? Bekommen tut man die bei uns nicht, aber bei Bigardi bekommt man die. Interessiere mich sehr für eine ICS MP5 bzw. G3S von Classic Army und fände daher echt geil, das galt ihn auf, mal was von euch aus diesem Segment zu hören. Mit besten Bamberger Grüßen aus München. Okay. Cool, ich wohne auch in München. Also groß zurück. ICS MP5 ist MXP heißt sie, glaube ich, oder? Ich glaube, MB. Ja, ich weiß, ist auch so ein zusammengerotztes Kleinteil. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die noch von ICS überhaupt weiter gefertigt wird. Oder ist es nur noch Schwaben abends, oder? Nee, die ist ja bloß anders gelabelt, aber das Problem ist, ich glaube, ICS lässt die MP5s auslaufen. Ja. Nee, es gibt Restbestände, gibt es halt bloß noch. Ja. Ja, die hat ja das Problem, dass das Originalmodell hat ja einen Burst-Modus bei denen. Mhm. Ja. Die können die halt nicht verkaufen. Das war so das Feature bei der MP5 von ICS, dass die Burst hatte. Aber das wäre ja jetzt, sag ich mal, wurscht, ob das funktioniert oder nicht. Aber ich glaube auch, die ganze Elektronik, habe ich mal ein MOSFET eingebaut, in so eine ICS MP5, das war echt kein Spaß. Bis du der Kabel irgendwie rumbekommst und davor... mega wurstig. Ansonsten so eine G3, da hat man auch schon mal eine da, und zwar die mit Echtholz, die war an sich schon geil. Dommi. Genau, der Dommi hat sich die mal angeguckt. Der allerdings,
Nee, der hat die LCT, der Domi. Stimmt, der hat die AK gekauft. Da war das Problem, die ist von außen mit dem Echtholz mega, mega geil, aber das Gehäuse ist halt bloß aus Aluminium, was viele abschreckt. Und zwar der nächste Punkt ist, dass man in den Original G3-Holzschaft hinten fast keine Akkus reinbekommt. Also da bist du mega limitiert und das war dann ein Grund, dass wir die eben nicht genommen haben. Aber ein Review, wenn ihr eins haben wollt, könnt ihr mal in die Kommentare unten reinklatschen. Kann man vielleicht mal drüber machen. Das wäre wieder eine Waffe, die sehr gut als DMR geeignet wäre. Eine G3. Wenn man spielen darf. Da wird bei der Bundeswehr viel verwendet dafür. Ja. Ist ein schickes Modell dafür. Also weiter. Nächste. Trorian Aces. Schon wieder. Du liest die doppelt vor, oder? Nein, der kommt nochmal. Ist auch eine andere Frage hier. Ah, der hat zweimal kommentiert. Ah, der wird öfter rein. Ah. Hello. Wisst ihr schon, ob ihr die Silverback SRS-Modelle für eine Review reinbekommt? Wenn mich nicht alles täuscht, sollte Begarde ja Anfang nächsten Jahres in den Shop aufnehmen. Liebe Grüße und keep up the great work. Die haben wir uns nochmal auf der IWA angeschaut, als die ganz neu vorgestellt wurde. Nee, das war die MRS, das war das Bullpup-Ding. Aber da waren die auch dabei, da hast du recht, ja. Sind vorbestellt, ich habe mir eine vorbestellt von der Silverback. Die sollten, glaube ich, jetzt im Dezember, sollten sie irgendwann mal eintreffen oder sind schon eingetroffen, weiß ich nicht. Bedeutet Anfang Januar, Mitte Januar spätestens wird es ein Review darüber geben, sobald die Dinger im Shop verfügbar sind. Ist das dann die Bullpup? Genau, die Bullpup-Sniper. War ja als 3D-Druck nur da. Nee, das war die MRS. Das war die SAEG davon. Ach so. Die SAS ist. Da hatte ich auch auf der Bierzone, wo wir runtergelaufen sind, hat mir einer seine SAS in die Hände gedrückt. Das Ding hat 3 Joule gehabt und es war einfach nur krank. Ich habe das Ding mit einem kleinen Finger spannen können, mit 3 Joule. Total abartig. Aber wie gesagt, ich habe mir eine vorbestellt schon bei Begadi. Sobald die eintreffen von SRS, geht direkt eine an mich weiter. Von daher wird es auf jeden Fall ein Review über das Teil geben. Dann müssen wir nur gucken, wie wir von der Zeit her kommen, weil bei so einem Teil müssen wir auch irgendwie schauen, dass wir wirklich einen Schusstest mal wieder auf 60, 70 Meter machen, dass wir vielleicht irgendwie zum Max aufs Gelände kommen oder dass die Halle vielleicht leer ist, dass wir Platz haben. Da müssen wir wirklich gucken. Ja. Das heißt, das Review kommt dann wirklich erst dann, wenn wir die Zeit hatten oder die Möglichkeit, dass wir einen Schusstest auf eine hohe Distanz haben. Ja, muss ansonsten macht es keinen Sinn. Sein, gell? Muss warm wieder sein, sonst gehst du nicht raus. Ja, muss halt deinen Garten vorheizen. Nein, muss halt vorheizen. Du im Auto drin und du darfst dann schießen. Ich schieß aus dem Auto. Ja, mit dem Auto sogar noch rein, aufs Feld, steht auf der Reichweite. Sehr gut. Ja. Also ja, komm, ich sehe das vollkommen. Ich habe ja noch mal Geburtstag, ne? Willst du mir jetzt irgendwas andeuten? Ach, du bist auch eine. Ja, kann ich dir günstig abgeben. Versuch's nicht, mir hat er auch nie was geschenkt. Ja. Geschenkt? Hallo, wo leben wir? In Deutschland. Ja, merkst du was? Also weiter. Du bist doch reich. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Du hast doch Homeoffice. Ja, ich bin reich, genau. Oh mein Gott. Wolf-Armband. Wieder eine Menge geile Videos. Könntet ihr vielleicht ein paar Gear-Vorstellungen, Videos von eurem Team machen? Oder Gameplay-Videos von Events, wo ihr hinfahrt. Macht weiter, ihr seid geil. Der steht auf dich. Ja, ich weiß, aber ich möchte die Frage mit den Gameplays machen. Das mit den Gears darfst du entscheiden. Also das mit den Gears wollten wir eigentlich machen, aber das sind einfach die meisten von uns haben einfach zu hässlich, weißt du? So ein Frischzeug, das geht einfach nicht, Jungs. Mein Team wird mir recht geben, die wollen das nicht. Die wissen, wie sie aussehen. Ja. Das können wir bestimmt noch mal bei einem Training mal kurz machen, so kurze Gear-Vorstellung. Ja, wir stellen den Chris einfach dahin. Ja, genau. Wir stellen den Chris hin. Und ja. Nee, da krieg ich es auch hin. Okay, also zur Gear-Dinger können wir bestimmt von jedem Einzelnen mal machen, wer Bock drauf hat. Gameplay wollten wir ja machen, dann habe ich aber gesagt, ich renne ohne Kamera rum. Max will unbedingt, aber dann haben wir keinen, der schneidet, weil ich Max nicht. Ich dachte, ich bringe dir das Material und du schneidest. Nein, ich habe keine Zeit dafür, den Mist auch noch zu schneiden. Mann. Es liegt an ihm, ihr müsst ihn überreden. Ja, weil ich habe ja so viel Zeit, dass ich auch noch das Gameplay zusammenschneide. Ja, das machst du doch am Stück, dachte ich. Was schneidet man da wichtig zusammen? Die wollen doch sehen, wie wir will zwei ich sehen, Stunden... Will ich sehen, Stunden. Wie du 5 Stunden an einem Baum liegst und deinen Ranzen kratzt? Wer ist deiner, würdest du sehen wollen? Nee, aber der nächste Punkt ist, ich renne nicht mit Kamera rum, ich habe da keinen Bock drauf, echt. Und da brauche ich Powerbank und weiß der Geier was. Ich habe da echt keinen Nerv dafür. Also wir haben ja schon drüber nachgedacht, ob wir uns irgendwelche Kameras besorgen für die Helme halt. Hatten wir schon mal, ja. Also wir machen garantiert nicht die Nummer, dass hier irgendeiner mit uns extra mit einer Kamera irgendwie rumrennt oder sowas. Wenn, sind die halt einfach am Helm mit dabei. Das muss reichen, aber... Bei ihm oder bei dir. Ja, halt bei den Jungs mit Muckis, gell? Ja. Die auch nicht dauernd getroffen werden. Oh, ich kann ja gar nicht getroffen werden, weil ich hier aus dem Wüstenbau nicht raus. Als nächstes holst du so eine Drohne, oder? Ja. Mit dem Bombardment.
Nee, also ich habe keinen Bock zum Filmen. Und ich schneide es auch nicht, weil ich einfach keine Zeit dafür habe. Wenn, dann müsste jemand anderes aus dem Team schneiden und dann kommt Scheiße dabei raus. Weil da sind alle die nichts. Freiwilligen. Da sitzen die doch alle. Ach so. Wir brauchen einen Menschen, der schneiden kann. Wir schicken es in James hoch. Das ist jetzt hier, wir suchen gerade einen... Der hat nichts Besseres. Wir können eine Stellenausschreibung machen. Wir suchen einen netten Menschen aus Süddeutschland, der in der Lage ist zu schneiden. Am besten so aus einem fränkischen Raum, damit ihr uns auch versteht, wenn wir reden. Oder wir schicken es echt in James. Ja, der braucht der ewig. Der hat jetzt das Video rausgehauen zum Bier Wars Homecoming. Ja, ich weiß. Das war im Sommer. Ich weiß. Ich mag James, aber das dauert einfach zu lange. Naja, aber du hast es irgendwann mal. Ja, das sieht auch echt gut aus dann, aber es dauert halt. Ja. Der ist jetzt eh saufen. Also hopp weiter, kommt der. Wir haben heute hier Weihnachtsfeier. Wo? Was? Die in Ilmenau. Fuck! Ilmenau. Nein! Da wollten wir doch hin, oder? 28. Scheiße. Da wollten wir hin. Da wollten wir eigentlich hin, 28. Heute ist 27. Die Morgen hin. Ist es. Ja. Morgen ist Ilmenau. Da müssten wir eigentlich fast hingehen, ne? Fuck. Sollen wir uns echt überlegen, ob wir morgen nach Ilmenau fahren, weil da habe ich eigentlich zugesagt gehabt in Facebook. Ja. Echt? Ja. Gucken wir nachher nach. Also ich habe Zeit, wie gesagt. Mach mal weiter, ich muss mir das noch über den Kopf gehen lassen. Das ist die geile Möhre. Ja, mach mal weiter. Kühner Michael. Frank hat deine Frau endlich dein Taschengeld erhöht. Nein. Das Taschengeld. Der muss abgeben. Alles, was er kriegt, er mault immer. Er mault immer. Nein, ich habe kein Geld mehr. Es wird nichts mehr kaufen. Die Frage verstehe ich nicht. Ja, Frank, hat deine Frau endlich dein Taschengeld erhöht? Wahrscheinlich, weil du da so eine fette Chris Vector hängen hast, deine G&G umgebaut hast. Nein, man muss ja dazu sagen, er verkauft auch ziemlich viel. Ja, sein Körper. Sein Körper. YouTube regelt. Ja, wir müssen dazu erzählen, wir haben es eigentlich vorhin rausgefunden, Franks Geheimnis, er hat nämlich zwei Kanäle. Ja. Der andere ist nämlich auf Pornhub, der hat die meisten Zuschauer. Ja. Da kommt die Kohle rein. Das sind dann so Videos wie so, wie poliere ich mein Rohr richtig bei der Waffe? Oder heute wie eine Schrotflinte. Hey, hier schauen Zuschauer vielleicht ab 14 zu. Kannst du vielleicht mal, du Mongo, echt, du kannst dich ja nicht Pornhub.com erwähnen oder .net. Werbung. Woher weißt du die Endung? Außerdem bin ich auf Pornhub gar nicht so beliebt. Das ist X-Hamster. Komm mal weiter, bitte. Das Video, das hat schon mega lang, echt. Die Hälfte hat schon wieder abgeschaltet, weil sie dachte, was sind das für Vollidioten? Count Vertigo. Die andere Hälfte macht aber deswegen lauter. Count Vertigo. Hallo Reaper. Hi. Fragen für die nächste Folge. Also die können wir hier streichen, nächste Folge. Nächste Folge, okay. Besitzt die ICS PAR MK3. Da diese im Real-Steel-Bereich eine Gasdrucklader ist die Rail ein paar Millimeter höher als herkömmliche Rails. Mhm. Für die M4. Frage, nun gibt es eine alternative Rail-Systeme für die PAR MK3, die nicht nur aus dem Hause ICS kommen. Beispielsweise Geiseley M-Lock Rails würde diese an die ICS passen. Ich weiß wohl, dass die normalerweise auf die HK416 genutzt werden, da die Rails dort auch minimal höher sind. Grüße. Weiß ich nicht. Hab keine PAR MK3. Keine Ahnung. Das ist immer auch mit diesen ganzen Vorderschäften, das ist immer so ein Hickhack, sage ich jetzt mal. Auch auf der Herrer abends, der passt auch nicht 100% an meine G&G. Der ist auch ein ganz kleines bisschen tiefer, ungefähr einen halben Millimeter. Weiß ich nicht. Kenne ich mich nicht aus. Das wäre so mein Traum. Jeder Shop testet einfach seine Handläufe. Und schreibt bei den Waffen, bei dem Lauf dazu, bei welchen Waffen der dazu passt. Ja. Aber kein Shop will sich antun, die an jede Waffe ranzuschrauben. Ja, aber das ist das nächste Spiel dann genauso, was mich immer nervt, ist genauso mit den Gewinde vom Gehäuse. Die einen haben dann so ein Airsoft-Gewinde vorne dran, die anderen verwenden aus dem GBB-Bereich Real-Steel-Gewinde. Und dann bestellst du irgendeinen Vorderschaft, dann passt die scheiß Barrel nicht drauf. Ja, das wäre wie gesagt mein Traum, dass jeder Shop das hier eigentlich durchprobiert oder herstellt und sagt, passt an die und die. Genau. Ohne Probleme. Ja, oder ich verstehe es auch nicht, warum man im Airsoft eine extra Gewinde braucht. Warum kann man ein Real-Steel-Gewinde nehmen? Dann kann man alles drin basteln, was man will. Das liegt meistens durch, dass die Waffen ein bisschen breiter sind, sowas bestimmt, oder? Nee, das Gewinde ist gleich, bloß die Gewindesteigung ist anders. Das eine ist Zoll und das andere ist metrisch oder sowas, keine Ahnung. Das kann auch wieder am Hersteller liegen, dass die einen Taiwan, der in China. Ja, das ist halt Bullshit irgendwo, das gehört alles genormt. Also tut mir leid, PAR MK3 habe ich erstens mal nicht da. Das heißt, ihr könnt auch nicht irgendwie vergleichen, was vielleicht dran passen könnte. Könnten die vom Dommi klauen. Klauen? Oh, ich habe noch Platz. Die klaue ja ich, die gibt's aber meine. Okay, kann ich dir leider nicht helfen, aber vielleicht hat jemand aus der Community eine PAR MK3, hat einen anderen Vorderschaft dran, hier mal kommentieren vielleicht, dass wir da vielleicht ein bisschen weiterhelfen können. So, Sergeant Patzliner, der hat ein bisschen zu viel Full Metal Jacket geguckt, fragt den Reaper, hallo Reaper, hättest du Ratschläge, wem man Sniper spielen möchte? Wenn man Sniper spielen möchte,
aber nur laut Gesetz nur ein Joule spielen darfst. Welche Waffe sollte man in dem Fall kaufen? Oder sagst du, das sollte man komplett vergessen? Ein Joule nach Gesetz? Es liegt am Spielfeld? Ein oder wo wohnst du? In Schweizer? Was weiß ich. Was ein Joule-Sniper nach Gesetz? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, wo das herkommt. Also ich schätze mal eher, das liegt am Spielfeld, so wie du. Das kann schon sein, aber welches Spielfeld limitiert den Sniper auf ein Joule? Hängt von dem größten Gelände ab, wenn du ein kleines Gelände hast. Indoor. Ja, Indoor-Sniper. Dann wär's totaler Blödsinn im Allgemeinen. Ein Joule-Sniper ist als recht Blödsinn. Selbst ein Sniper mit 3 Joule ist, ja, keine Ahnung, Geschmackssache, sag ich mal. Aber du kommst mit einer guten SAG, kommst du mittlerweile genauso weit, sag ich mal. Also das Problem ist einfach, du erreichst mit einem Joule nicht das, was du erwartest. Ja. Du erwartest ja von der Sniper, dass du einfach weiterkommst als die anderen. Genau. Und das schaffst du mit dem Joule einfach nicht. Ja, musst du ja auch. Da stehen die günstigen SAGs, die ziehen einen dann alle ab. Ja. Also Schwachsinn, lass es einfach. Ja. Kauf den SAG. Sniper unter 3 Joule, totaler Bullshit. Oder geh einfach auf ein anderes Spielfeld. Außer du willst sie bloß, was hast du vielleicht nur aus Deko-Zwecken, aber schreibt dir ja nicht rein. Dann würde er ja nicht reinschreiben, welche Energien laut gesetzt. Ja, aber ein Joule. Nee, er schreibt, wenn man Sniper spielen möchte. Also nicht Deko, ich möchte es spielen. Ja. Da haben wir meine Pistole mehr. Eine Pistole? Da kauft ihr den Revolver. Pistole voll und Schalli drauf, Red Hot, dann passt das. Nee, Sniper, ein Joule, lass es. Finger weg. Totaler Blödsinn, du wirst keinen Spaß haben. Ja. Mein Vorschlag, schreibt mir einfach jetzt unter das Video mal genauer hin, wie das aussieht, deine Lage, genau, wo du wohnst, warum das so ist. Dann können wir vielleicht besser drauf eingehen. Jorgo Nosch. Moin Meister. Der meint bestimmt ihn. Hi. Hallo. Hi. Was hältst du von der TNT T-Hop und dem dazugehörigen Air-Cushion-Lauf? Air-Cushion. Cushion? Habe ich drin. In der Vector habe ich ihn verbaut. Oder bis an Hand-Soft-Destor hat mir den reingebaut. Ein TNT-Lauf mit dem passenden Bucking. Kommt auf jeden Fall, arbeiten wir das beim Vector-Video dann mit durch, den Lauf. Machen wir einfach in einem Paket. Weil extra nur den Lauf ansprechen in einem Video wäre Quatsch. Frank G. Ist das ein Zollname wieder von dir? Ja, das habe ich selber geschrieben, bitte. Verschreibe ich. Reaper, ich hätte eine Bitte, und zwar, könntest du ein Video über Gears machen? Also wir stellen jetzt einfach ganz viele Westen hin und du... Gears, ja, Zahnräder. Stell noch mal deinen Plattenträger vor. Gib den mal her, wir machen jetzt mal so schön Gears. Er schreibt nicht Gears, sondern Gears. Er meint Zahnräder. Ja, vielleicht meint er auch, du hast verschiedene Gears. Ja, Gears. Flecktarn, Pencott, Multicam. Nee, meinte nicht, weil die Frage war, glaube ich, eigentlich länger. Die ist bloß gekürzt. Da wollte ich wissen, wegen der Untersetzung 18 zu 1, mit welchem Motor und sowas. Warum liest du das vor, wenn du das auswendig kannst? Weil ich das raus habe, weil du sonst ewig da eine Frage gelesen hättest. Deswegen habe ich sie gekürzt. Können wir mal machen, welche Gears, welche Untersetzung, mit welcher Federstärke, mit welchem Motor, mit welchem Akku. Da brauchst du auch mal Zeit dafür. Das dauert ein bisschen, ja. Ich bräuchte auch die Gears, weil ich habe eigentlich nur 18.1 oder Highspeed da. Muss ich gucken, aber können wir bestimmt mal machen, notiere ich mir auf jeden Fall mal. Okay, weiter? Görnix. Oder Guarnix. Das ist doch der Gornix CSGO and More, oder wie heißt der? Ja. Ist das doch der, oder? Ja. Ja. Jetzt heißt er nur noch Gornix. Kann sein. Vielleicht wollte er nicht auffallen oder so. Unterm Radar. Ich glaube, das ist der. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kennst du irgendeine günstige Waffe? Ja. Nein. wie heißt die hier? Heckler und Koch Dual Power. An der man das Basteln lernen kann. Dual Power. MOSFET, Internals wechseln und so weiter. Sollte nicht zu teuer sein. Dennoch gut nutzbar nach dem Tuning. Aber auch nicht so, dass man 200 Euro reinstecken muss, um sie brauchbar zu machen. Beste Methode, ASVZ, kaufst du eine gebrauchte M4, die irgendwas kaputt innen drin ist, Gears oder so, kannst direkt auch reparieren dann. Kriegst du für 50 bis 100 Euro manchmal. Also, ist gut, entweder eine gebrauchte im ASVZ kaufen, die sind eh meistens kaputt gebastelt. dann daran lernen, ist am günstigsten, oder dann so eine ähnliche Frage hat man schon mal, da sage ich immer die Sümer-Waffen. Da, die sind von Grund auf schon mal solide und man kann es basteln gut dran lernen und auch eine sehr gute Waffe draus machen aus den Teilen. Von daher, Sümer bist auf jeden Fall gut dabei oder eine gebrauchte aus dem ASVZ. Garantie verlierst du eh, wenn du die auseinander schraubst. Ja, genau. Deswegen, ich würde die gebrauchte einfach nehmen, kriegst du meist mehr für billiger. Mehr für billiger, ja. Wie Shampoo, weißt du. Ja, das habe ich zu der Nutte das letzte Mal auch gesagt. Mehr für billiger. War die auch von X-Press Hamster? Aaron Pitch, irgendwie so ähnlich. Hallo Reaper, folgende Frage. Hi. Sei bereit.
Welche Lauflänge, Tuninglauf, empfiehlst du bei einer SRG 1,5 Joule und 2 Joule DMR für Reichweite und Genauigkeit? Ich würde das jetzt eigentlich von der Waffe abhängig machen. Richtig, Waffe abhängig. Ich kann keinen 1 Meter, einen halben Meter Waffe machen. Also normalerweise sage ich immer, bei SARGs mit einem Type-0-Zylinder würde ich maximal 455 mm bis 460 mm Läufe verbauen. Gerade um wegen schweren Kugeln. Ansonsten selbst ein 509er mit einem Type-0 wird schon kritisch. Da bist du schon hart am Limit. Dementsprechend wirklich Maximum mit einem geschlossenen Zylinder 455, 460 mm Lauf und dann kannst du das volle Zylindervolumen ausschöpfen mit schweren Kugeln. Drüber würde ich nicht gehen. Ist auch totaler Schwachsinn. Bringt ja absolut gar nichts. Außer du musst dann, baust ja dann Bohrabzylinder rein und so ein Mist, dann hast du nochmal ein bisschen mehr, aber das ist alles rausgeschmissenes Geld. Ja, okay. Ja. Das war's. Wir sind durch. Gut, Feierabend. Sehr schön. Verabschieden. Jetzt müssen wir uns nochmal verabschieden, nochmal einen guten Rutsch wünschen. Ach, das habe ich eigentlich schon gemacht, aber das überlasse ich Max. Mir? Ja. Weil ich nur eine Frage, hast du noch was zu essen? Ja, oben im Kühlschrank. Geil. Ja, 2018 rum. Dein Fazit? Dein Fazit? 2018? War schön. Hab alles erlebt. Bin Papa geworden? Schon bitte. Ja, schon wieder. Nein, Quatsch. Ja, Frank ist auch Papa geworden, hat ja alle mitbekommen, ne? Sollst du was sagen? Alter, soll ich meine Zunge reinstecken oder was? Nee, 2018 war geil. War ein schönes Jahr. Hab ja auch schon beim Weihnachtsgewinnspiel eigentlich schon verabschiedet gehabt von euch. Hab nicht damit gerechnet, dass wir noch ein Video machen. Deswegen sage ich jetzt auch nochmal, war ein geiles Jahr, mega fett mit euch, macht immer noch mega viel Spaß, das Ganze auf YouTube hier. Ich wünsche euch einen verdammt geilen Rutsch ins neue Jahr, bleibt gesund und munter. Wir sehen uns nächstes Jahr. Bis dahin. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Frohes neues Jahr. Ja, macht's gut. Man trifft sich. Bist fertig? Nein. Also, haut rein.